Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Wald. Wer sich wundert, wo wir denn überhaupt sind, wir waren ja in der letzten Folge unterwegs. Wir haben auch auf diesem Trip leider jemanden verloren. Wir mussten die Höflin wieder grillen und essen. Ich habe aber schon wieder Hunger, verdammt nochmal. Alter, das Was? Feuerzeug, mir fällt gerade auf, wie geil das jetzt aussieht. Stimmt, die Wow. Flammenanimation hat sich verändert. Und jetzt kann man es endlich lesen. Es ist kein Big Feuerzeug, Ja, sondern nicht nur die ein Flammenanimation, das ist genau. Zielfeuerzeug. Da liegt noch ein Lizard drauf, den man essen kann. Fackelt der Baum? Nice. Ja, du hast den Baum angezündet, Mann. Der ist das letzte Mal beim Bauen eingestürzt, deswegen. Wer ist denn auch auf die glorreiche Idee gekommen, unter diesem Baum so eine Feuerstelle ranzumachen? Ui, da leckt es mir. Alter, ey, komm. Du hast das Feuer zerstört. Kann es sein, dass wir hier gerade einen kleinen Bug erzeugen? Weil eben waren das nicht so viele Steine. Das ist, glaube ich, das Ähnliche, was Gronkh und Sarazar mal mit dem Holz gemacht haben. Ja, bau mal ein Feuer hin, Mann. Seht mich an, ich bin ein Magier, ich schmeiße mit Steinen. Ah, immer diese lästigen Telefonanrufe. Das Feuer hat übrigens gerade 14 Steine gebraucht. Was? Wir haben ja genügend. Warte Ja. mal, zähl Ach mal nee, nach, vielleicht sorry. sind das auch nur 14 Steine. Ich glaube aber, das sind ein paar mehr. Wildschweine. Geronimo! Die sehen schon sterben. Ich hätte übrigens noch Fleisch da, gell? Alter, ich hab den Kopf. Guck dir das Ja. mal an. Ja, den Hallo. gibt's jetzt, den kannst du jetzt an aufspießen. Das ist auch eine neue Sache in dem Spiel. Kann Den ich den kannst noch du mit einem. aufsetzen? Ich Nein, will den den kannst du. aufsetzen. Alter, Steinhaufen. Du kannst den jetzt. Oh, es wird Nacht. Du kannst den jetzt in der Zwischenzeit auch an Wände pinnen als. Ja, als Trophäe. Warte mal, hatte ich nicht noch einen Katana oder bin ich gestorben? Ich weiß es nicht. Sehr ehrlich, ich weiß Ich es habe nur die nicht. ranzige Flugzeugaxt, aber ich glaube, ja doch, da war irgendwas. Ich habe irgendwie bin ich Sollen wir gestorben, uns denke mal wieder zurück Richtung Basis oder so begeben oder ich. wollen wir. Ja, ich möchte die Nacht nicht hier unter freiem Himmel verbringen. Auch im Dann Lager werden wir sie da zwar unter da freiem da. Himmel verbringen, aber dann immerhin im Lager. Jetzt überlege ich gerade, es war das einzelne Haus. Ja, kommt drauf an, wo wir hinwollen. Moxaran, willst du mitkommen oder liest du noch deinen Roman zu Ende? Ich gucke gerade nur, was neu dazugekommen ist beim letzten Patch. Also der Junge liest noch eine Weile. Nicht wundern, der wird dann irgendwann nachkommen, wenn er wieder mit dem Flugzeug runterkommt, nachdem ihn die Oh, Kannibalen hier ist gefressen ein, hier haben. ist so ein Speer zum Speerfischen. Haben wir doch abgeholt, letztes Mal. Oh, stimmt. Aber Da war habe ja ich auch was. nicht im Inventar. Verdammt, wo ist das Ding? Ich will das haben. Hier, ich Ich will stehe es drauf. haben. Her Ich stehe damit. drauf. Ja, Mox, du solltest mal deinen Allerwertesten hierher bewegen, sonst wird es langsam ein bisschen dunkel hier. Ich renn schon mal vor. Ihr könnt sterben, wenn ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Na gut, wir lassen Mox alleine. Der kommt eher am ehesten von uns hier, klar. Ja, schon, der schlachtet sich da durch die Massen. Blöde ist, in den Patch Notes stand jetzt nichts davon drin, dass sie dieses Host-Knockback-Problem gelöst haben. Das heißt, wenn ich jetzt wieder irgendwas auf die Fresse kriege, fliege ich wahrscheinlich wieder 10 Kilometer. Ja, das können wir doch ganz einfach in einem Selbstversuch rausfinden. Au. Beim ersten Gegner rennst du mal hin. I don't think so. War dieser See-Schrägstrich-Fluss, was auch immer, schon immer hier? Ja. Mal, wir sind ja nicht über den Weg hierher gekommen. Bunny Hop über irgendwelche Steine. So, was machen wir denn heute in dieser Folge? Was steht denn auf dem Plan, liebe Gerade wundern, Freunde? warum du dich nicht auf die Aufnahme konzentrierst. Was? Wie? Ich konzentriere mich nicht auf die Aufnahme. Willst du mir hier Unprofessionalität unterstellen oder was? Ja, weil bei mir nämlich gerade von meinem Handy die Push-Notification kam, dass du was auf Facebook gepostet hast, mein Bester. Ja, schon mal was Und du vom war. Plan. Hä? Warte mal. Hä? Komm mal her, Alcash. Bleib mal Wo bist du? stehen. Hier ist doch das Riesenloch. Ja, ist es. Siehst du, wo ich hingaffe? Ja, nach unten. Da ist mein Haussymbol. Okay, da ist bei mir kein Haussymbol. Ja, dann spring mal. Also, ciao Leute, ich gehe, aber da ist eine unsichtbare Wand, die mich daran hindert, verdammt. Tja. Hä, was ist das?
Das muss man jetzt nicht verstehen. Also, the bug is real in the game, wie wir sehen, wie immer. Hier ist eine Wand. Das ist dann jetzt das Ende der Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Boah, Wasser. Oh nein, immer diese lauten Wasserfälle. Wir sind hier, okay, dann war ich so lang. Ach stimmt, wir sind hier, also müssen wir nicht hierher. Wir sind immer hier, wenn du da mal drüber nachdenkst, mein Freund. Ach, wir sind echt gar nicht weit weg. Das ist ja diese Klippe, wo wir immer entlang laufen, wenn wir nach Hause wollen. Direkt, nö. Das ist aber die Klippe, über die wir hierher gekommen sind. Da links ist nämlich das Flugzeugcockpit. Was? Ich weiß es daher, weil an diesem riesen Loch, an dem See war übrigens gerade auch das Eckrohr, wo man... Du hast die, Loch gesagt. An dem Eck hat man auch einen Fischbär, Speerfisch. Einen Speer zum Fischen gekriegt. Alter. Das ist ein Speerfisch, bitte. Das ist ein Katana-Fisch. Speziell von uns gezüchtet. So ein 1,5 Meter Fisch oder was? Der schmeißt mit Speer nach dir, wenn du ihn fangen willst. Oha, hier wird denn die Natur langsam aufmüpfig, kann das sein? Jetzt wollen die uns schon an die Wäsche. Normalerweise kenne ich das andersrum. Hey, warte mal, hier ist ein Feuer. Hallo. Ja, das habe ich da mal auf dem Weg hingeflackt. Zwei Idioten, ein Gedanke. Die sehen eine Feuerstelle, batz, Feuerzeug ran. Schöne Spur legen, wo die Eingeborenen uns nachverfolgen können, um zu unserem Haus zu kommen. Bitte hoffen wir, dass sie die Fallen rennen. Ja, da rennen sie ja sonst nie rein irgendwie. Das ist ja das Komische, die weichen denen aus oder rennen einfach durch und sind. Ich sehe nur irgendwas rot blinken, dann fällt mir ein, dass du da ja mal Sprengsätze hingelegt hast. Oh, ein rotes Blinken, ich muss dahin. Ich würde sagen, wir vermeiden, unser riesen Bonfire anzuzünden, weil sonst ist ja wieder Party. Oh, das hättest du früher sagen müssen. Warum? Ich wollte dich nur ärgern, alles okay. Also mein Herr, was steht denn an? Wollen wir unser Haus ein wenig erweitern? Können wir machen. Ich hänge erstmal das Essen hier hin, was ich dabei habe, bevor es vergammelt. Oh, ich habe auch noch zwei leckere Arme. Okay, eigentlich rede ich jetzt nicht über die Arme, sondern über Lizards und so, aber... Du hast über leckeres Essen geredet. Alter, wir haben hier so viel zu futtern. Das ist doch gut. Ja. Yeah. Wir haben ja letzte Folge eine große Party geschmissen hier in unserer... Partyhöhle. So, jetzt aber mal Hosen runter, Freunde. Was machen wir eigentlich? Ach so, meintest du es mit Hosen runter? Ja, kacken gehe ich in den Wald. Wir haben ja sowas wie Toiletten gar nicht. Aber das wäre doch mal was für ein Patch. Toiletten im Wald. Okay, ich muss jetzt crouchen, um hier reinzukommen. Auch gut. Was machen wir? Ich würde mal sagen, wir erweitern das Haus hier oben, weil das ist jetzt zwar eine mega geile große Plattform, aber das war's dann auch schon. Jetzt ist halt die Frage, was wollen wir da oben drauf bauen? Gib mir mal einen Moment Fantasie. Wo waren die Drogen? Mist, ich habe keine Pilze mehr. Konzipiere ich uns hier mal. Ich gehe mal eine Runde ins Dorf da oben, um ein wenig Loot ranzubringen. Oh, hallo Hase. Ich zünd mal wieder unsere Effigies an. Oder besser gesagt, unser Effigy. Oh, da oben ist einer. Denk. Oh, das tut weh. Oh, wir kriegen Besuch. Drei Stück. Hallo. Guck mal, die rennen da einfach durch unsere Kackfallen. Oh, nee. Ihr Vollidioten. Oh, sie haben die Climbing Rope endlich. Oh. Gut, ich weiß, was ich uns hier hinzimmer. Irgendwas im Weg? Ja. Stirb, du Schlampe. Entschuldigung. Du liebes Fräulein. Aber das finde ich jetzt mal cool, dass die hier endlich mal reinschlappen.
haben wir auch wieder ein bisschen Frischfleisch. Wo waren denn die ganzen Walls? Gab's da nicht mal noch diese Clipping Walls und so weiter? Kann es sein, dass sich das Buch verändert hat? Nö, nicht wirklich. PDF. Dann bin ich nur zu blöd mal wieder. So, Storage. Wir wollen. Ich baue mal hier so einen Stickholder ran. Weil, nicht. Warte, lass mich bis hier oben bitte designen. Ich baue hier unten was hin. Keine Angst. Ach so, das ist der Mox, der hier oben ist. Ich habe die Mauer quer gezogen, ich hält. Weil hier unten in unserem Lager, da sind voll die Sträucher und Stöckchen und sowas. Das hacke ich mal weg. Sieht nice aus. Ach, guck mal, dein Freund ist wieder da. Wer? Oh, ich höre Geschrei. Hase? Hier rennen voll die Hasen rum bei uns. Nein, wie hast du den Totenkopf genannt, den wir da mal in unserer einen Basis hatten? Wilson. Ja, Wilson hängt jetzt hier oben. Wie, ja. du hast Wilson wieder gefunden? War der ja. Gute Mox? Oh, das ist ja lieb von dir. Warte, ich komm mal hoch. Sieht ein bisschen hohl aus, aber... Wilson, hallo, mein guter Freund. Das ist mal ein geiler Platz für den. Jetzt fühle ich mich heimisch hier. So, jetzt könnt ihr mal, ihr könnt euch mal verpissen jetzt hier. Alter, geil, ist das ein Pavillon oder was? Ja, yep. Gleichzeitig auch unser... Schützenturm. Sieht mächtig aus. Balkon wollte ich es eigentlich nennen, aber so können wir es auch nennen. Nee, Schützenturm. Da können wir wieder ein paar Dudes hier runter locken, dass die wieder in unserem Lager rumrennen. Ich glaube, ich höre einen Dude. Ich auch. Ja, ich habe auch schon ein paar gerade gehört. Ich höre Gegrunze. Nee, und dann können wir ja da von dort aus mit unseren Bögen, die wir mal wieder craften könnten, die Dudes auseinandernehmen. Oh, warte, ich habe Fallen gehört, die ausgelöst wurden. Oh, da rennen welche rum. Hallo. Eine Lampe. Meisterlampe ist da. Interesting, ich sehe hier gerade ein Gittermesh. Okay. Alter, verdammt, ey, da ist voll viel am Start hier gerade. Und ich sterbe hier schon wieder, ich gehe mal wieder hoch. Ja. Schneller. Wir brauchen auch eine Bank da hier. Brennen welche. Ja, die rennen durchs Feuer wahrscheinlich. Guck mal, der hockt jetzt wahrscheinlich ans Feuer. Oh fuck, das sind Eingeborene. Nee, Alter, der hat eine Fackel in der Hand, glaube ich. Alter, was ist bei dem los? Ach der stimmt, die können ja jetzt Molotow-Cocktails werfen. Oh. Alter, scheiße, verdammt. Können wir irgendwas aus Stahl bauen? Leider nein, aber das hatte ich auch schon gehofft, dass man irgendwann mal ein bisschen Mining betreiben kann oder so. Alter, cool, du kannst... Ist euch das schon mal aufgefallen? Du kannst an der Wand, die noch nicht fertig ist, kannst du mit R Fenster oder Türen reinmachen. Nachträglich. Ah, geil, da habe ich mich nämlich die ganze Zeit gefragt, wie man das macht. Danke für den Hinweis. Ich glaube, du bist doch nicht mehr Meisterlampe. Ich heil mich mal kurz und geh mal da runter ein bisschen Ordnung machen. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt sollten wir eigentlich langsam mal fighten. Die hauen da nämlich irgendwas. Ja, die können Sachen kaputt hauen. Ja, auch die Bäume? Nein, aber die schlagen unsere Basis da unten kurz und klein. Ach so, ja, das können sie doch ruhig machen, solange sie das Essen nicht fressen. Ja, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was da alles kaputt schlagen werden. Ich opfer mich einfach mal kurz, okay? Ja, ich schieße noch ein bisschen mit dem Pfeil und Bogen runter. Was ist meine schnellste Waffe? Geht's bei dir, Gorak? Der eine zündet Molly an und schmeißt die hoch. So ein Drecksack. Ich chill mal eine Runde. Mox brennt. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ich glaube, das Effigy anzünden war doch nicht so gut. Alter, fuck. Ich kann gerade nicht runter, weil die ganze Zeit den Runterweg anfackeln. Alter, der bewirft mich hier oben die ganze Zeit mit Mollys. Mox, wo bist du unterwegs? Kannst du Gorak retten? To the rescue! Oh, das ist ein Gegner. To the rescue. Also ich merke schon, dass die Gegner-Schwierigkeit ordentlich anzieht, weil irgendeiner von euch, ich glaube Moxeran, ist ja schon ewig lang nicht gestorben. Ja, ich bin tot. Ich weiß nicht, wie ich euch retten soll, ohne selber dabei hops zu gehen. Ja, nee, das kannst du jetzt vergessen. Da sind irgendwie 20.000 Gegner und du müsstest uns beide retten. Ja, das wird unmöglich. Und ich habe leider keinen Pfeil und keinen Bogen dabei. Also Bogen habe ich wahrscheinlich, aber ich habe keine Pfeile. Aber ich frage mich, Federn, um welche zu bauen. Warum töten die mich jetzt nicht komplett? Sonst immer, wenn mich einer retzen könnte... Das haben sie gepatcht. Das war auch im letzten Patch dabei. Ach so. Ja, voll die Ärsche, ey. Hätten sie auch ein bisschen früher machen können. Wäre ich vor 2 Folgen oder wann das war, nicht verreckt.
Ja komm, dann drücke ich mal jetzt E und sterbe einfach. Doch. 18 Tage survived, ja. 18? Ja. Ich hab 8. Ja, ich glaube irgendwie die Anzahl ist auch im Arsch, weil ich, wie gesagt, ich bin ja letztens erst verreckt. Ich komme gerade mal auf 20 FPS mit den ganzen Gegnern hier. Also ich würde sagen, mit dieser anziehenden Schwierigkeit, wir ziehen uns nochmal zurück zu unserer ersten Base und bauen die mal so richtig dick aus. Ja, das ist nur dafür. Meine Frage, wie komme ich hier weg? Runterspringen und die Beine in die Hand nehmen, mein Freund. Mox, hast du alles eingesammelt? Ich würde sagen, wir schlagen gleich mal durch. Ich breche hier mal die Bauervorgänge ab, damit uns das nicht die ganze Zeit stört. Das können wir aber anders irgendwo noch bauen. Ja, wir können. Weil ich jetzt wieder mal keine Koffer. Aber wir rennen jetzt einfach mal querfeldein zu unserem Doppelhaus. Oh, ein Reh. Hallo. Ja, die schlagen hier gerade die Basis kurz und klein hier hinten. Ah, nee, komm, scheiß drauf. Ich kann die rappen. Ja, das bringt jetzt erstmal nichts. Wir verlassen die erstmal und die haben den Baum gefällt! Echt jetzt? Die haben den fucking Baum gefällt! Jetzt ist alles im Arsch, oder was? Nein! Jetzt schwebt die Baumplattform hier einfach in der Luft! Das ist ja geil. Oh, never mind, die Kollisionsabfrage ist noch da. Ich sehe den Baum bloß nicht mehr. Ja gut, das gehört jetzt wahrscheinlich zum Haus, aber das ist doch geil, weil dann können die unser Haus nicht zerstören, indem sie den die Baum die Kollisionsabfrage fällt. Vom Baum ist noch da. Also da müsste ich eigentlich in der Mitte jetzt durchlaufen können. Ja, aber die ist wahrscheinlich einfach so ins Haus integriert worden, quasi. Keine Ahnung, da hängt eine Tussi bei uns in unserem einen Futtergitter drin. Thorak, wollen wir kurz in das Lager hier gehen und gucken, ob da was zu holen ist? Oh ja, stimmt, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann lass mal rein. Das ist das mit der Axt, oder? Ja. Also Freunde, hier gibt's mal richtig fett Action. Ich habe schon gedacht, das wird demnächst langweilig hier. Ich bin gerade am überlegen, wie ich am sichersten hier runterkomme. Einfach runterspringen und echt lospacen. Was anderes bleibt dir nicht übrig. Weißt du, bist du Dynamit, wenn welches hast? Doch. Hier bleibt was anderes übrig. Oben bleiben wie eine Pussy und warten, bis wir dich in 3-4 Tagen mal abholen, oder was? Nein, die Gegner verpissen sich gerade. Scheiße, jetzt kommen sie zurück. Hättest du es mal nicht laut gesagt, dass sie sich verpissen? Ich geh mal hier in Deckung, vielleicht sehen sie mich nicht und verpissen sich dann. Ja, also Freunde, das ist wohl eindeutig eine Kriegserklärung von den Dudes. Es wird wohl Zeit, dass die Baumschule hier den Krieg erklärt, ne? Ja, aber sowas, also die haben uns ja jetzt gerade den Krieg erklärt. Deswegen würde ich sagen, die kriegen jetzt mal richtig fett aufs Maul. Wir machen unsere erste Base mal richtig safe. Und dann können die uns mal kreuzweise. Wie viel Fallschaden kriege ich, wenn ich da runterspringe? Wahrscheinlich schon ein bisschen was. I don't und das die. Allerbeste ist ja, da sind ja noch nicht mal diese Mutanten-Dudes dabei. Scheiß drauf, all in. Okay, also ich glaube, ich habe jetzt mal alles. Mox. Komm runter, lauf. Ja, würde ich sagen. Au! Noch ein bisschen hier den Stoff einsammeln. Feuerst du dich gerade selber an? Lauf, Forest, lauf! Ach, euch ist hoffentlich bewusst, dass ich euch dann Besuch mitbringe. Hinter mir leuchtet's! Ah! Nö, Matze, empfang dich nicht. Nö, hau ab. Du weißt nicht, wo unser Haus ist. Hau ab, bleib weg. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal einen Vorschlag für unsere First Base. Oh. Wir haben ja da quasi zwei Ebenen. Einmal das ganz unten, das ist unser letzter Zufluchtsort quasi. Und dann einmal oben. Oh toll, im Dorf ist ein Gegner. Das Problem ist jetzt, wenn die wirklich anfangen mit Molotow-Cocktails um sich zu schmeißen, dann darf eigentlich unsere obere Ebene nicht fallen, weil sonst stehen die da oben an der Klippe und schmeißen Molotows runter. So, das heißt aber jetzt erstmal, wir bauen überall mindestens Doppelmauern. Ne, so knastmäßig. Puh. Könnt ihr mir folgen, Freunde? Ihr seid so still. Hattest Sorry, ich hab grad gekämpft. Klingt nach einem Plan, würde ich jetzt mal so sagen. Ich hätte eher Fallen hingezimmert. Ja, das ist dann Phase 2 des Plans. Erst kommen die Doppelmauern. Die Fallen, wo die Gegner übrigens hochheben, funktionieren nicht mehr so gut. Die Gegner versuchen sich nämlich jetzt runter zu cutten. Gegenseitig.
Diese Wichser, ey, die arbeiten zusammen im Team, das ist voll unfair. Das sollte denen untersagt sein. Das Problem ist auch so ein bisschen, wir haben zwar hier oben die Ebene, die ist safe, aber der Weg hier runter in unsere letzte Zuflucht ist nicht mehr safe. Mal abgesehen davon, die obere Ebene ist auch nicht hundertprozentig safe, weil wir da oben ja, die Klippe nicht geschützt haben. Das ist natürlich klar, aber wenn wir dann so anfangen, dann könntest du die ganze Insel verbarrikadieren. Man theoretisch ja Holz. Vielleicht mal noch ein bisschen Futter gefangen. Jetzt, wo das neue Wasser nämlich so hart leckt, ist es echt geil. Wo ist denn eigentlich unser Floß hin? Glitch und so? Achso, stimmt. Also Server Crash? Ah ja, da war ja was. Also, Meister Lampe, ich überlasse das mit den Mauern mal dir. Ich fange jetzt hier einfach mal an, wild die Bäume umzukloppen. Ja, ich überlege gerade, ob Holz Doppelwalls haben. So eine gute Idee sind. Ja, also nicht direkt hintereinander, sondern ne, Wall und dann erstmal so 5, 6 Meter und dann die nächste Wall. Nee, ich weiß schon, wie du es gemeint hast. Ich bin nee, mir weiß ich sicher, nicht. Du kannst dich in meinen Kopf schauen. Hör auf, das zu behaupten. Ich hätte jetzt eher erstmal hier unten den unteren Bereich mehr gesichert, also mehr Fallen hier unten hingezimmert. Ja, oder wir machen halt so einen ausgedehnten Bereich. Erstmal Mauer, dann Haufen Fallen, dann irgendwann nochmal eine Mauer, nochmal Fallen, nochmal Mauer, nochmal Fallen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie da durchbrechen, ist jetzt für den Anfang mal noch gering. Ja, ich weiß nicht, wenn hier demnächst wieder mal irgendwie so 5 bis 10 Dudes auftauchen, die kriegen wir nicht down, weil wenn wir zu dritt selbst da gegen die vorgehen, dann kloppen die uns trotzdem von der Seite black. Ey, schau mir mal die Fallen an. Ernsthaft nur 3 Stück. Ja, das macht jetzt aber das Ganze hier wieder echt voll interessant. Ich habe mich ehrlich gesagt echt safe gefühlt mittlerweile. Ja, ich war auch relativ gelangweilt in der Zwischenzeit. So voll dominant. Ach, laufen wir mal querfeldein da durch. Die Dudes, die kommen, die können wir ja schlachten. Aber gut, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die jetzt dann langsam wissen, wo unsere Base ist. Ja. Es ist ja auch so, dass die KI so gestrickt ist, wenn du eine Base irgendwo baust und die von einem Trupp entdeckt wird unterwegs, dann geht der Trupp auch explizit zurück in die Basis und gibt den Kollegen Bescheid. Dass sie dann diese wissen, wo Ärsche. Du bist und dann raiden, versuchen sie dich zu raiden. Die normale Wall ist Experimental Wall. Nein. Oder? Nein, lass mich bauen. Ich bin ja Bob der Baumeister. Nö, du hast keine Ahnung. Boah, geil. Defensive Spikes, das ist cool. Die werden an Walls drangezimmert, die können wir auch noch brauchen, ja. Ich hau mal hier an unsere erste Wall was ran. Nee, lass, das haben wir schon ausprobiert, das funktioniert nicht so gut, die klippen da nicht so gut. Nee, nur am Meckern. Mach mal hier, da wo Mox gerade steht, falls du das siehst, da ist ja diese Steinformation. Kurz vor den Steinen kannst du hier oben anfangen, eine Mauer zu zimmern, die dann komplett runter bis ans Wasser geht. Und dann auch ins Wasser rein, sodass die nicht unbedingt drum rumlaufen können. Yo, erzähl mir nicht, wie ich meinen Job zu machen habe. Nee. Ich wollte nur konstruktiv hier Junge. Ein paar Anregungen Junge. Geben. Junge, ich bin froh über jede konstruktive Kritik. Ja, aber aushalten kannst du sie da nicht. Und umsetzen Warum? Ich hab mich doch gerade nicht. Dafür bedankt. Nee, hast du nicht. Du hast voll gemeckert. Nee. Jetzt geh kacken. Ich muss aber gerade nicht. Was war das? Oh, sick dodges. Hat sich oh, ich hab dich schon tot gesehen, ey. Scheiße. Ich hab auch erst so gedacht, oh, das wird nix mehr. Ich hab noch kurz überlegt zu schreien, aber ich hab gehofft, dass der Alkesh da ums Ecke schlapp kommt. Ja, nächstes Mal oder so. Die haben ernsthaft, die haben komplett die normalen Wände, die du platzieren konntest, rausgenommen, gell? Also es gibt nur noch die Experimental Walls. Ja, ist doch geil. Mehr brauchst du doch gar nicht. Na, mal schauen.
Geil, Lizardköpfe kannst du jetzt auch nehmen. Von allen Tieren. Von allen Tieren. Und was kann ich damit jetzt machen? Ich habe den in der Hand. Kannst an eine Wand. Moment, ich such's raus. Unter Decorations ist es, glaub. Kannst du Head Trophy bauen. Das ist ein Stock, den hängst du an die Wand und dann kannst du da einen Kopf dran hängen. Kann mir jemand herkommen? Kann es sein, dass man nur noch ein Lizardfleisch tragen kann? Ich kann ihn nicht mehr aufnehmen. Nö, man kann mehr tragen. Moment, ich komme. Ich krieg den nicht ins Inventar aufgenommen. Ich kann ihn auch nicht. Doch, und hier liegen zwei Köpfe, obwohl ich nur einen Lizard getötet habe. Sag mal, kann hier einer von euch eine Tür in die Wand reinmachen? Bei mir backt es total rum. Nee, vorhin ist es bei mir direkt von Wand zu Tür und dann zu Fenster gesprungen, aber hier gerade irgendwie nur Fenster. Ja, yeah, das backt gerade auch ein bisschen. Also bitte mal noch nicht die Wall bauen. Warum hast du nicht geradeaus eine Wand runtergezogen? Nee, so ist auch okay. Von Stein zu Stein. Holz sparen. Ja, stimmt auch wieder. So, dann hau ich mal hier innen so einen Lizardkopf ran. Ich höre jemanden schreien. Das wird echt ein Problem, wenn wir hier keine Tür reinmachen können. Wo ist denn das Zeug drin mit diesen Köpfen? Unter Decorations. Das mit dem Stuhl, das Symbol. Was für ein Stuhl? Ich sehe nur einen Tisch. Ein Tisch, so rum, sorry. Mann. Head Trophy, ist ja geil. Irgendwie ist jetzt mein Kopf weg, mein Lizardkopf. Irgendwas ist hier merkwürdig an dem. Ach, ist das cool. Guck mal, ich hab hier eine Godzilla-Head Trophy an unsere Tür genagelt. Oder neben unsere Tür. Ich kann gerade auch nicht sprinten. Was ist denn? Wow, ist die groß. Ja, richtig furchteinflößend, gell? Oh Mann. Ich meine, so ein Lizard, der da rumrennt, wirkt irgendwie ein bisschen größer auf mich. Aber wenn die Gegner das sehen, rennen sie sofort wieder weg. Ja, das Problem ist, ich habe es jetzt innen hingebaut. Oh, warte mal, ich muss mich echt mal hinsetzen. Ich hole mal dann so ein Log-Sled von oben ran, weil da haben wir ja, glaube ich, 4 Stück rumstehen. Ich experimentiere mal kurz hier oben mit der Wall. Auf der anderen Seite von dieser Bucht ist ein Gegnertrupp. Okay. Ja, dann lass die mal lieber in Ruhe. Ja, ich sag's ja nur, damit ihr Bescheid wisst. Okay, ich habe rausgefunden, warum wir keine Tür da reinzimmern können. Weil? Damit eine Tür da rein kann, muss das Ding auf Holzboden stehen. Was? Mhm. Da oben drin kann ich eine Tür reinhauen. Auf unserer Basis drauf konnte ich das letzte Mal auch eine Tür reinhauen. Ja, dann bau halt so eine normale Tür, so wie hier an der Mauer ran. Gibt es nicht mehr im Inventar. Also gibt es nicht mehr im Baumenü. Die normalen Walls und die normalen Türen wurden entfernt. Bau mal eine Defensive Wall. Guck, was da passiert. Wo sind die Defensive Walls? So Defensive Structures. Also ich weiß nicht, wann gibt's das nächste Update? 9 Tage. Och Mann. Wo sind Defensive Structures? Custom Buildings. Dann kommt Defensive Structures. Weiter. Noch eins. Nope. Nope. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen Wooden Floor hinzimmern, oder was? Was macht denn das bitte für einen Sinn? Ich habe keine Ahnung, aber es ist irgendwie extrem strange. Irgendwas macht bei dem Spiel hier gerade keinen Sinn mehr, ne? Die Entwickler haben sich gedacht, die Leute finden unser Spiel zu einfach, was können wir machen? Ach, lasst mal elementare Bauelemente aus dem Inventar rausnehmen und dafür die Gegnerhorden potenzieren. Ja toll, dafür brauchst du jetzt noch 3 Loks oder was und dann darfst du eine Tür drauf bauen. Wo macht denn das bitte Sinn? Und die Dinger klippen nicht mal aneinander.
Was macht denn das eigentlich auch Sinn, für einen Sinn, meinen letzten Todespunkt zu markieren? Dass du Ich dein sehe den Zeug immer noch. zurückholen kannst. Ja, das hat doch eh nicht funktioniert. Ja, und? Es ist Oh, ja warte wahrscheinlich so mal. gedacht, dass es funktioniert. Alter, du hast mir gerade die Logs von meiner Schulter runtergeklaut. Nein, die lagen auf dem Boden. Nein. Doch. Nein. Ich hatte gerade zwei in der Hand und habe das dritte immer wieder aufgenommen, weil es runtergefallen ist und ich es lustig fand. Ja, und das habe ich genommen. Und da lag auf einmal noch eins da und das habe ich dann auch genommen. Schade, ich dachte, wir können jetzt auch die Holzlocks so ein bisschen multiplizieren hier. Wäre zu schön. Sollte funktionieren, oder? Aber die Frage ist, ob wir es an der Stelle haben wollen, das Loch. Ja, eigentlich schon. Aber da muss dann halt auch eine Ich hätte Tür es eher rein. unten Richtung Wasser hin. Es gibt keine Türen mehr. Ja, aber ist doch scheiße, dann können doch alle durchschlappen. Ja. Oder du machst das Loch direkt vor der Falle, dann können die da durchschlappen und direkt reinrennen. Gibt doch noch Türen. Was? Wo? Musst einfach mal weiter drücken in deinem Buch. Was kannst du eigentlich? Weiter. Ah. Oh. Der hat nicht mal ein Buch in der Hand, der tut doch bloß so, als ob er bauen könnte. Du übrigens auch nicht. Haben sie das Menü des Büchchen aufgeräumt? Ihr Könntet ihr euch mal. Lechzorgane. Mädels? Was? Es gibt gleich Katana-Action, wenn ihr mir nicht aus dem Weg geht. Ich bin Bob der Baumeister und ich will meinen Job machen. So stimmt du. Also, hä? Normalerweise verschränkst du die Arme, wenn du irgendwas planst. Wo sind die ganzen Fahrzeuge? Die sind oben vor der zweiten Mauer, aber ich würde sagen, ich speichere jetzt mal eine Runde, bevor der andere jetzt anfängt, hier Katana-Action zu bringen und uns zu schlachten. Ihr könnt auch einfach das Holz, was ihr hier rumliegen habt, nehmen und irgendwo hin Nö, verschaufeln. nö, keine Lust. Wäre zu einfach. Das darf jetzt Bob der Faulen. Baumeister immer machen. Ich habe keine Energie mehr. Nö, ich speichere jetzt. Ich bin jetzt beleidigt und hocke mich jetzt in die Hütte und lese da, was auch immer das für Zeitschriften sind. Vertreibt mir so die Zeit. Okay. Was haben wir denn hier? Eine Breathe? Oder eine Touch? Touch klingt cool. Hasen haben sich da hinten auch noch nicht vermehrt, wa? So. Wir brauchen noch einen Kopf, um den hier ranzuklatschen an die, an das Haus. Ja, mein Lizardkopf ist verschwunden. Als Oh, wir könnten ja deinen nehmen, du hast einen schönen Kopf. wir sagen, ich bin geistesgestört. Wir könnten doch Alkes seinen Kopf nehmen. Komm, wir nehmen Alkes Kopf. Das sind wir ja wieder. Sehr geehrte Damen und Herren, bemerken Sie, Hallo. Na, auch hier? Alter, könnte meine Steuerung mal aufhören, so rumzufragen? Was planst du? Max, pack mal lieber das Dynamit weg. Macht jetzt doch keinen Sinn, da ist ja noch nichts fertig gebaut. Das ist ja nur die Planungskacke hier. Macht erst richtig Spaß, wenn das alles fertig ist. Ne, Ich gehe mal. aber Alkesh, ich würde mal sagen, über deine Baupläne, da schlafen wir noch mal eine Runde drüber. Und machen das in der nächsten Folge oder so. Dann räum mal weg. Ab dafür. Oh, ich habe vergessen, bei der Aufnahme Start zu drücken. Was? Nee, nee, Willst du mich passt alles, verarschen? passt. Ja. Okay. Oh ne, ich dachte gerade, man kann Treppen nicht mehr hochrennen, weil er auf der Treppe nicht mehr losrennen wollte. Aber gut. Ich Der verquetscht verabschiede nicht mich mehr so jetzt hart. mal von meinen Zuschauern und bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn der Alcash mal endlich speichern würde, könnten wir uns dann Hab ich bald doch in der schon. nächsten Folge. Achso, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!